Knospert. Was habe ich befohlen? Ich dachte nur... Wird dir eine Lehre sein. Nuri hat dich hergeführt. Dann hast du noch Freunde beim Geheimdienst. Gratuliere. Beantworte die Frage. Ergib dich. Vielleicht lasse ich dich leben. Wer bist du überhaupt? Amerikaner, so viel steht fest. Aber was ist das? Ein Karambit? Haben wir in Übersee trainiert? Spezialkommando. Aber du bist niemand, den meine Freunde kennen. Ein Mysterium. Wer bist du? Der Mann, der dich erledigen wird. Und warum? Weil ich über dem Gesetz stehe? Weil ich nur töte, wenn es notwendig ist? Aber dann bin ich doch nicht anders als du. Du ermordest unschuldige Zivilisten. Weil deine Präsidentin Männer wie dich in Länder schickt, wo ihr einfach nicht hingehört. Was zur Hölle? Wo ist dein Team? Das ist eine Makarov. Hast noch einen Schuss übrig? Jagst du denn auch in die Wand? Ganz sicher? Ich brauche nur einen. Knall ihn ab, Riggs. Negativ, Sam. Tu es! Erschieß ihn! Riggs, mach was! Sams Vitaldaten brechen ein. Hast dich verzählt. Geh, hol dir Sadiq. Ich befehle es! Sam braucht weit mehr als nur Atropin, wenn er überleben soll. Schaff ihn aufs Dach! Oh shit, Leute. Boah, ist das krass. Alles okay? Verschwinden wir von hier. Riggs ist mies drauf, ey. Scheiße, was sind das für Typen? Rauchgranate! Wärmebildgeräte! Es sind so viele für einen Frontalangriff. Ich lenke das Feuer auf mich, du flankierst sie. Ich dachte nur die ganze Zeit, bitte, bitte, Riggs, Alter, stirb mich. Scheiße, sind die schnell. Haben wir eine Ausrüstung? Wir haben gar nichts. Shit. Ich kann da nicht runter. Keine Sorge, Briggs. Ich versuche den mal jetzt komplett zu umgehen. Ja. So, rüberspringen. I see you. Sektor ist frei. Wo lang? Alles okay, Sam.
Sam ist ein beinharter Hund, Alter, der macht das schon. Diese scheiß Helmfuzzis. Ja, Sam, das sah geil aus, aber er war natürlich nicht tot. Muss nochmal nachlegen. Okay, ich denke mal weiter nach oben. Na klar, wir müssen aufs Dach. Sam ist so ein mieser Motherfucker, einfach. Das ist krass. Komm, Briggs. Komm mit, Briggs. Du musst die Tür aufmachen, ich kann da nicht. Gesichert. Alles gesichert. Grim, Infrarotpeilsender aktiv. Hubschrauber unterwegs. Hier ist dein Messer. Sam! Wir hätten es beenden können. Wir hatten Sadiq. Was hättest du getan? Ich hätte den Job erledigt, Briggs. Nichts ist wichtiger als das. Weder du noch ich. Gar nichts. Hände weg! Du bist raus. Das war deine letzte Mission. Sam. Sam. Ach, Sam. Warum bist du bloß so? Warum ist der jetzt so verbissen? Ich meine, klar. Der Zustand hat sich geändert. Das war wirklich so die Chance, ihn jetzt umzubringen, weißt du, aber trotzdem. Was kann Briggs denn dafür? Der wollte nur seinen Boss retten, weißt du, und hat trotzdem versucht, ihn Sadiq trotzdem umzubringen. Danke, schick die Werte rüber. Was gibt's Neues? Hast es noch nicht überstanden, aber deine Werte sind stabil. Nicht was mich angeht, sondern Sadiq. Ist weg, aber der Sender ist aktiv oder Behälter ist, wissen wir also. Sam, nicht. Du musst dich ausruhen. Ich muss die Daten ansehen, die wir über den Iran haben. Die Präsidentin hat's letzte Nacht veröffentlicht. Das ganze Land schreit nach Blut. Wieso sind wir dann noch hier? Weil Grim nicht glaubt, dass es der Iran war. Musst du nicht irgendein System kalibrieren? Was? Jedes Mal, wenn die Engineers Hinweise zurückließen, war es eine Falle. Vielleicht war es Panik. Sadiq war dort, weil die uns nicht erwartet haben. Wir dürfen nicht riskieren, dass man wegen uns die Falschen angreift. Hast recht. Wir müssen absolut sicher sein. Auf uns wartet Arbeit. Briggs jetzt. Briggs steht doch noch da. Hey, Briggs. Überspringen wir den Smalltalk, okay? Alter. Das wär's erstmal. Wir sehen uns. Ja. Grim, was sagen uns die Dokumente aus London? Ihre Chemiewaffenforschung hat Verbindungen zur IHU. Wird diese Universität von Revolutionsgarden geleitet? Korrekt. Dass es Verbindungen zu Blacklist gibt, ist nicht sicher. Trotzdem hängen Caldwells Leute in einer Iran-Endlosschleife. Die Bevölkerung soll auf die Kopfjagd vorbereitet werden. Und es funktioniert. Wenn sie das nächste Angriffsziel ist, wird sich ihre Wut irgendwie entladen. Dann ziehen wir in den Krieg. Es sei denn, wir finden Beweise. Was haben wir eigentlich noch für... Ja, 84.000, das könnte man sich vielleicht überlegen. Das hier.
Ich glaube, das nehme ich auch. Habe ich jetzt fürs Kaufen 30.000 bekommen oder wie? So, jetzt haben wir noch einen Slot mehr. Ja, ja, ja. War schon eine krasse Mission, also. Das macht einfach Bock, das Spiel. Was soll man dazu sagen, ja? Was soll man dazu sagen? Es macht einfach Bock, das Game. Sehr, sehr geiles Spiel. Na komm, was lädst du denn jetzt hier 5 Jahre wieder? Wir wollen noch Sarah anrufen, wir wollen noch zu Charlie und dann wollen wir wahrscheinlich den Part beenden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hey. Status der Revolutionsgarden. Schön, dass er uns immer noch grüßt. Hey Sam. Charlie? Hey, geht's dir gut? Mir wird's besser gehen, wenn ich jeder fragen würde, ob's mir gut geht. Sicher, ja, natürlich. Als ich Nervengas ausgesetzt war und fast ermordet worden wäre, habe ich's auch einfach so abgeschüttelt. Alles okay. Mach dir keine Sorgen. Mach ich mir auch nicht. Das wär's erstmal. Cool, und PS, der Sender an der Chemiewaffe funktioniert klasse. Ich behalte sie im Auge. Ja, Sam übersteht das schon. Hoffentlich. Er ist schon ein mieser Motherfucker, habe ich auch schon gerade eben schon in der Mission gesagt, aber es ist einfach so. Hey, Kleiner. Hi, Dad. Alles okay? Klingst so müde. Ja, war ein harter Tag im Büro. Hör mal, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich komme Thanksgiving leider nicht nach Hause. Hatte auch nicht damit gerechnet. Die Parade in New York ist ohnehin abgesagt. Ist vermutlich auch besser so. Irgendein Typ wollte nicht auf Blacklist warten und hat in der Fifth Avenue rumgeballert. Es gab keine Toten, aber... Es wird noch genug geben. Ich fürchte, dass du recht haben könntest. Gib auf dich Acht. Ich weiß, sonst legst du mich um. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ach ja, okay. Wie sieht's mit Aktivitäten im Gebäude aus? Kurz nochmal mit Corbin reden. Vielleicht hat der auch noch was Neues zu sagen. Corbin. Sie ist etwas mitgenommen aus, Fischer. Liegt an der Gesellschaft. Du machst das jetzt schon so lang, hast du nie daran gedacht, alles hinzuwerfen? Nee. Es lungern einfach zu viele Typen wie du da draußen rum. Okay, ich hab zum letzten Mal so getan, als würde mich interessieren, wie es dir geht. Das war's vorerst. Von mir aus. Ich könnte sagen, ich werde dich vermissen, aber das wäre gelogen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's auch für diese Aufnahme, für mich jedenfalls. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ja. Schreibt doch gerne was zu dem Spiel in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anzumerken habt. Tipps und so weiter. Auch immer noch gern gesehen natürlich. Und ja, vergesst bitte nicht, die Videos zu bewerten. Ja. Ich lese immer wieder, dass es doch geil wäre, wenn ich mehr hochladen würde. Ja, Leute, dann muss auch mehr von euch kommen, wa? Ihr wisst, wie es läuft. Ja, auf jeden Fall, danke dafür schon mal. Ihr tut es ja auch fleißig, aber da geht immer noch mehr, ja, da geht immer noch mehr. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.